Hallo und herzlich willkommen bei Würfeln und Falten. Ich habe mir zwar überlegt, jetzt noch ein bisschen Bugshot Roulette zu streamen und da mir da die Zähne an dem letzten Achievement, was 1% der Spieler haben, auszubeißen. Ich habe gedacht, hier ist meine Zeit wahrscheinlich effektiver genutzt. Und deswegen probieren wir jetzt mal den Handwerker. Der hat Eureka und ich erhalte einen zufälligen Gegenstand für 1, 2, 3. Das ist ja sehr cool. Wir nehmen einen epischen Gefährten mit. Ja. Epischer Gegenstand wäre zwar auch cool, aber oh, das mag ich überhaupt nicht. Da lasse ich überhaupt nicht mit mir reden. Der ist Schmutz, der kann weg, der macht 3 Schaden. Und das so early im Game. Das ist echt nicht cool. Ja, vielleicht ein Fehler an der Stelle. Aber das werden wir mal sehen. Weil jetzt fehlt mir halt ein Zug, wo ich den Handwerker nicht verwendet habe. Ich heb mir mal die 3 auf. Vielleicht kommen jetzt ganz, ganz viele andere Zahlen und ich brauche die 3 irgendwo anders noch. Okay, hier die 5, die habe ich mir auch auf. Ich brauche jetzt mordsmäßig 6. Oh, das ist jetzt doof. Na gut, hier die 3. Ein Säckle. Okay. Einmal würde ich noch würfeln wollen. 5 und eine 1, nichts, was ich brauche. Die 1 hebe ich auf, die 5 geht da rein. Die habe ich nämlich schon hier. Okay. Ja, das sind auch keine netten Zeitgenossen. So, und einen beliebigen. Da ballern wir einfach mal die 2 hier rein. War. Puh, ich nehme, glaube ich, erstmal lieber die. Die 1 kommt dann hier rein. Die 2 hier, die 6 für den Schatzmeister. Der erzeugt uns ja auch ein Gold. Hier die 2. Und die 3 machen wir hier. Cool. Immer wenn du eine einen Gegenstand beim Kauf kaufst oder erhältst, erhalte ich auch eine Goldmünze. Das ist sehr cool. Ich würde noch einmal, hab noch einen Zug Zeit. Und hier sichere ich mir die 1 und mach den weg. Okay. Bin hiermit ganz zufrieden. Hier die 2 Vieren kommen da rein. Hier machen wir wieder das. Und der Rabe, der kann jetzt ganz gemütlich gern angreifen. Das ist uns egal. So ein bisschen. Oh, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Na, noch 2. Jawohl. Und ich habe ein Gold bekommen, weil das ist ein Gegenstand beim Kauf. Heil deinen Helden und Begleiter um 5. Kann ich mit umgehen? Das war gut. Oh. Oh. Das ist jetzt nicht so gut. Aber ich brauche eine 6. Eine 5. Ich glaube, ich schwäche ihn mal. Okay, ich habe eine 6 bekommen. Puh, hier ist schwierig. Ich glaube, die 3 fliegt raus. Ich möchte noch keinen neuen Begleiter. So, jetzt haben wir 8 Gold. Immer wenn du dreimal denselben Würfel würfelst. Wenn ein Held angegriffen wird. Immer auf den Begleiter. Oh, Opfer packt. Ja. Ja, das brauche ich ja jetzt auch nicht mehr. Ich würfel lieber nochmal. Mach ich zwar Early nicht so gern. Oh,
Verringert alle Gesamtslots, auch die hier, um 2. Das ist sehr geil. Nach dem Einsatz einer Begleiterfähigkeit bekomme ich 2 Silbermünzen. Wenn eine Fähigkeit verwendet wird, heile deinen Helden. Ich habe nur noch 2. Na gut, dann Begleiterfähigkeit und Silbermünzen. Ist okay. Ist okay. So, ich muss jetzt dran denken, dass die immer den Begleiter angreifen. Oh, die sind auch fertig. Cool. Oh, hier muss ich auch aufpassen. Ich möchte lieber die weg haben. Ja, hier. Sofort. Das ist ja so geil. Jetzt verringern sich alle Gesamtslots um 3 am Anfang. Das heißt, den Handwerker habe ich immer safe. Ich muss da keine Würfel reinbuttern. Ich hätte jetzt super gern noch, dass sich mein Held heilt, wenn der Gefährte angegriffen wird. Das wäre noch richtig big love. Nein. Okay, aber noch eine 6, super. Und sogar hier noch eine 4. Ich tausche eine 2 aus. So, und jetzt können wir mal sehen, wie geil das eigentlich ist. Bap, der ist fertig. Ich krieg jede Runde einen random Gegenstand. Jede ist Phasenbeginn. Ein zufälliger Würfel erhält eine zufällige Farbe. Okay. Ach, das sind, die haben aber alle relativ hohe Werte. Guck mal, hier haben wir 11. 12, 13, 14, aber 1 und 2 wäre hier cooler. Was haben wir noch? Ich habe keine 3. Oh, der macht ja mehr. Der macht ja noch mehr Schaden. Hier kommt ja dann auch noch einer. Aber dadurch, dass ich eh keine 3 habe, für den Troll. Ja, der hat ja nur normale 6. Ja, jetzt muss ich den wegmachen. Ah, das ist jetzt ein bisschen schade. Ich weiß nicht, was ich mit der 6 gerade machen will. Wenn ich noch eine 6 kriege, dann okay. Never mind. Zack. Ich glaube, mein Begleiter... Das wäre schade, wenn der jetzt sterben würde. Das war okay. Gleich kommt der Schatzmeister. Der Dungeon-Meister. Aber... Ja, ich mach den lieber jetzt mal schon mal weg. Obwohl ich mir auch 3 mitnehmen hätte können. Ja, das ist gerade gut. Ich bringe Gegenstände in deinem Inventar. Das ist auch richtig gut. Aber ich weiß nicht, ob wir das... Boah. Das ist übelst teuer. Ich glaube, ich brauche den Würfel gerade tatsächlich ein bisschen mehr. Das ist zwar mit dem Handwerker tippitopp. Das ist richtig geil mit dem Handwerker. 2 Runden muss ich überleben. Boah, fuck, ich probiere es einfach mal. Ich kriege jetzt ultra viel Silber. Du Scheiße. Okay, das macht, wenn alle Feinde in der ersten Runde fallen, das ist also eine Goldmünze. Ich weiß nicht, wie ich das mit den Würfeln anstellen soll. Oh, der ist auch richtig nervig. 2. Boah. Ich hätte den Würfel nehmen sollen. Oh, 3. Ah, das ist alles nicht. Gerade da kriege ich den nicht weg.
5. Oh Gott. So, jetzt muss ich gucken, was ist schlauer. Ja, die Heilung. Auf jeden Fall. Das gerade. Die 1 nehmen wir mal mit. Oh mein Gott. Wir haben mit 5 Leben müssen wir die jetzt. Ja, okay, schade. Nochmal das Ding. Das ist jetzt. Das war schade. Schöner Run. Aber leider. Ich denke mal jetzt. Ja, aber wir haben schon mal gesehen, wie viel Potenzial der Handwerker jetzt hat. Mit dem Knoblauch. Mega geil. Das Ding. Hier. Na. Immer Gold, wenn wir so ein. Sowas hier kriegen bei Kauf. Aber da probieren wir es doch einfach nochmal. Ich nehme wieder den Begleiter. Ich war sogar mit dem Begleiter zufrieden. Diesmal gibt es einen Künstler. Oh. Okay, jetzt machen wir es mal so hier. So. So, da haben wir nämlich jetzt erstmal Zeit, uns unseren ersten Gegenstand mit dem Handwerker zu craften und einen seltenen Gegenstand mit dem Künstler. Ach du Kacke. Doppel 1 kommt hier rein. Hier ist die 2. Die 5 und das. Die Glocke. Beim Kauf, Dungeon. Oh, Master. Erscheint nach einem zusätzlichen Wurf und aller 3 Würfel krieg ich einen zusätzlichen Würfel. Das ist so eine geile Kombo. Sehr gut, ich hebe mir eine 5 hoffentlich auf. Ich warte nochmal. Also. Oh. Ja, das ist gut. Das gefällt mir ziemlich gut. So. Ah, perfekt. Den weggeräumt. Hier. Die 6 hebe ich mal auf. Ah, nee, ich will hier lieber den blauen. So. Immer. Ach so. Immer, wenn nur ein ungefalteter Feind existiert. Dein Wurf hat plus einen Würfel. Das ist sehr cool. Das ist wieder ein sehr gutes Item. So, 5. Ich versuche das erstmal voll zu kriegen, weil hier die Zahlen. Pff, da kann man dann auch mal sowas hier machen. Cool. Beim Kauf Gegenstand. Kriege ich eine Goldmünze. Sehr schön. Ich heb die 1 auf und mach den weg. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr rote Würfel kriegen könnten, wäre das klasse. Ich möchte den schnell weg haben. Ich habe halt keine 2. Deswegen mach ich den schnell weg. Schnell weg. So. Der Kerker Dungeon Meister, der kommt ja auch immer ein bisschen später jetzt. Das spielt uns ganz gut in die Karten. Oh, das ist auch nice. Mhm, alle 3 Würfe kriege ich eine Silbermünze. Auch sehr gut, weil ich ja jetzt mehrere Würfe immer habe. Hier kommen die 3. Die 6 behalte ich mal. Die 1 behalte ich. Und die 5 würde ich auch gern behalten. Die 5 brauche ich ja für den Künstler. Ja, und dann machen wir hier die 2. Jawoll!
trägst der Notiz beim Kauf ein Würfelwurf. Und es ist ein beim Kauf Gegenstand, das heißt, wir kriegen dadurch auch nochmal ein Gold. Das Ding ist ja noch nicht geil genug. Ist das heftig. Okay. Ah, das ist nett. Ah, ich sollte mich auf die konzentrieren, aber das kriegen wir so hin. Ah, okay, dann halt heile ich halt den. Okay, die 1. Ah, hätte ich den Künstler machen sollen. Das war ein bisschen schade jetzt. Vervollständigt zu jedem Phasenbeginn einen zusätzlichen zufälligen exakten Slot eines Feindes. Das ist gut. So, jetzt. Oh, wir brauchen echt rote Würfel. Jawohl. Brauchen noch viel mehr rote Würfel. Das ist auch gut. Das ist auch okay. Noch eine Notiz. Okay. 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 Das ist heftig. Das ist richtig, richtig nice. Nur eine 5. Ah. Lieber nochmal würfeln. Schade. Ich habe halt auf noch einen roten Würfel gehofft, aber leider. Nee, die Kombi ist so krass. Ah, beim Kauf. Das ist klasse, weil ich krieg ein Gold dadurch und. Was? Die. Ach, die Begleiterfähigkeit. Gut. Das ist auch gut. Ah, das bringt halt. Na, das ist nicht so gut. Das ist gut. Und ich würfe nochmal. Oh ja, oh ja, oh ja. Beim Kauf. Zack. Dann wieder. Jedes Phasenbeginn halt einen Helden um 2. Das ist auch richtig gut, weil wir gerade Heilung brauchen. Wir haben hier so einen komischen Stab. Wenn das goldene Würfelset abgeschlossen ist, Heldenfähigkeit wird verfügbar. Okay, da wir das eh immer vorhaben, passt es schon. Oh, hier brauchen wir gerade Würfel für den Kollegen. Ah, das muss man leider so machen. Gut, machen wir den runter und hier die 2 Einsen rein. Hier die 3. Und haben jetzt richtig entspannt Zeit, hier das Würfelset voll zu machen. Goldwürfelset und kriegen die Fähigkeit und haben noch einen Würfel free. Okay. Ja, cool. Ich würde dann weiterhin würfeln wollen. Wegen der Chance auf rote Würfel, genau. Ich muss das, glaube ich, gerade echt noch ein bisschen abusen hier. Außerdem kriegen wir ja auch immer pro Würfelwurf, also aller 3 Würfe, eine Silbermünze. Dreimal das Ding. Was für ein Run. Dann immer noch ein Würfel mehr. Und dadurch, dass ich nur einen habe, kriege ich sowieso einen mehr. So, jetzt kommt der. Das ist okay. Hier liegt genug rum. Nee, dieses Spiel. Okay. Wir kümmern uns erstmal um unsere Feinde, würde ich sagen. So, und jetzt können wir uns hier drum kümmern. Diesen dummen Stab. Der macht doch nochmal was. Ach so, ja. Gut.
Heldenfähigkeit verfügbar, wenn das goldene Würfelset abgeschlossen ist. Ich hätte lieber hier noch ein paar Taschen. Paar Tächen. Das wäre gerade noch richtig gut. Aber, naja. Ja, gut, hier den. Ach, zwei haben wir ja sogar. Ja. wenn Gesamtslot mit deinem Würfel abgeschlossen ist, erhalte eine in Silbermünze. Du meinst so? Oh, warte mal, was nimmt man mit? Eine 1 noch. Ja, statt der 5 hier vielleicht die 6. Und jetzt noch irgendwie das Ding, wenn dieses kleine Täschchen, wenn Würfel übrig bleiben, ungenutzt, dass wir dann pro Würfel eine Silbermünze bekommen. Das wäre auch nochmal richtig gut. Ah, ist der Held entfaltet sich wieder, naja. Erster Wurf einer Phase, dreifache Chance, einen roten Würfel zu würfeln. Ah, ist aber relativ teuer. Nehme ich aber trotzdem mal. Erhöht die Gesamtslots um 3 für den Rest des Spiels. Hier, die beiden, würden wir ja übelst viel Gold bekommen. Aber so confident bin ich da gerade nicht hier in dem Run. So sicher fühle ich mich dann doch leider nicht. So, ich habe keine 5. Ich habe aber hier eine 2. Nehme ich hier lieber die 3. Ah, ist ja auch egal. Ich habe eh keine 5. Das ist schade an der Stelle. Den will ich dann aber spätestens nächste Runde weghaben. Deswegen. Es ist jetzt ein bisschen. Das sieht jetzt ein bisschen doof aus, was ich gemacht habe, aber. It's for the greater good. Sieben Würfel. In Stufe 11. Nochmal. Ja, jetzt werde ich einfach getrollt. Ein bisschen, ne? Ja, ich krieg, wenn ich einen Gesamtslot ab. Okay, zum Glück hat er ja 3 Gesamtslots, ne? Ich brauche ja echt mehr Platz drin. Ja, ich würfel noch ein bisschen wegen der roten Würfel. Naja. Schade. Gut. Na gut, jetzt. Alter, was hier für Silber rumliegen würde, ne? Das ist so heftig. Okay, brauche ich eine. Ah, ich brauche hier eine 2. Hier hätte ich ein Doppel. Aber ich hätte auch ein Dreier-Doppel. Aber ich habe auch keine. Ich habe hier eine 5. Ja, dann nehme ich das Dreier-Doppel hier. Den hier weg. Den da. Und mach den schwächer. Was ist denn mit der 6 heute hier? Okay. Also, wieder ein grandioser Run, würde ich jetzt mal schon so sagen. 4, 3. Ja, nehmen wir die 3. Jetzt 5. Hm. 3. Ach, da, ja. Ach. So. Oh. Alle zukünftigen Gegenstände im Laden kosten eine Goldmünze weniger. Und nochmal bei Gesamtslots gibt es noch mehr Silber. Hier liegt so viel Stuff rum, ey.
Oh Mann. Und keine roten Würfel. Okay. Goldwürfelset ist eine Goldmünze mehr wert. Nach Einsatz einer Heldenfähigkeit plus einen Würfel für den nächsten. Ja, Würfel mag ich tatsächlich. Nach jedem Phasenende einen Silber. Hm, ja. Drei. Das lohnt sich auch noch. Mal gucken, für drei noch was Cooles. Oh, was macht der Schlüssel? Bekleiderfähigkeit wird verfügbar. Naja. So, was ist mehr wert? Ich würfel ziemlich viel, aber 30 für eine Silbermünze. Für eine Goldmünze. Nee, da würde ich nochmal den nehmen. Und ja, nehme ich den halt auch nochmal. Und dann würfeln wir. Okay. Okay. Hm, 11 ist viel. Nee, den würde ich doch, doch so. 3, 4. Schade. Aber hier komme ich auf 6. So, und beliebig vielleicht so. Und den hier machen wir. Ja. So, dann haben wir nur noch einen ungefallenen Gegner und kriegen dadurch auch mal wieder noch ein Würfelchen mehr. So, so, 5, oder? Ah, jetzt habe ich das Double verpasst. Ach, die 6 wollte wieder nicht rein. Ah, sehr gut. 4 haben wir doppelt. Zum Glück haben wir nicht den Gegenstand, wo was gefalten wird. Wenn wir was doppelt werfen. 3, wenn wir einen Trilling haben. Beim Kauf heile deinen Helden um die Anzahl an Silbermünzen, die du in der letzten Phase verwendet hast. Mhm. Auch nett. Wenn zwei verschiedene Farbwürfel geworfen werden, erhalte 2 Silbermünzen. Okay, schön. Hier nehme ich mal die 1 rein. Hier vielleicht noch die 6. Schön. Rote Würfel. Ah, ich hätte ihn gern noch. Goldene Würfel. Schade. Schade. Ich nehme lieber die 5. Okay. Warte mal, was macht der? Ha! Unterschiedlich farbige. Nach dem Aufklappen entfaltet den aktuellen oder den letzten Gefährten in böse Form. Nach dem Aufklappen. Ist ja auch aufgeklappt, oder? Ja. Ist mir aber gerade ein bisschen egal, tatsächlich. Weil mich interessiert eher das Goldwürfelset, weil wir dann 3 Münzen bekommen. Ja, schade. Blaue Würfel. Wahrscheinlichkeit nach oben. Ja, der nervt auch ein bisschen. Oh, eine 3. Und eine 4. So, jetzt haben wir 8, ne? Jetzt kriegen wir 11. Und die Fähigkeit. Und kriegen so einen komischen Krug. Immer wenn du einen roten Würfel würfelst, erhalte 2 Silbermünzen. Ja, würde ich gern, tatsächlich. Okay, da können wir den auf jeden Fall wegmachen. Aber, leider nicht. Oh! Ach, wenn er gefalten wird, oder was? Hä? Das ist jetzt ein Bug, oder? Ja. Ich sollte eigentlich einen Gegenstand bekommen. Ey, macht jetzt hier keinen Scheiß.
Dann hole ich mir meinen Gegenstand so. Dieses Täschchen. Wenn du einen Würfel verwirfst, ohne ihn zu benutzen, erhält er eine Silbermünze. Was ist denn das jetzt? Was soll das denn? Ach, das nervt jetzt. Das ist jetzt doof. Ist das euer Ernst? Ach. Aber wenn hier Schluss ist. Gut, ich mach das mal noch. So, 5, 4. Dann kommt er nochmal. 3, 3, 3. 4, 3. Weil irgendwann muss ja Schluss sein. Ich hoffe, ihr seht das jetzt nicht als Bug-Abusen an, aber das nervt gerade halt auch ein bisschen. So, ist jetzt vorbei. Okay, wir sind jetzt aus dem Shop raus. Schade, aber egal. Ist mir egal. Ich habe das Goldwürfelset auch nicht voll gemacht. Ja. So, und wir müssen uns wieder drum kümmern, Gegner zu bashen. Und zwar mag ich den hier nicht. Hier, das will ich lieber mal schnell haben. Okay. Oh, ja, jetzt muss ich mich gut schnell um den kümmern. So, 5 und 3 hätten wir auch. 3 hier. Und den mache ich auch mal noch weg. So. Jetzt haben wir auch nur noch einen ungefalteten Feind. Und ich möchte das hier allerdings nicht vernachlässigen. Weil Goldwürfelset bedeutet 3 Gold. Aber wir haben jetzt. Oh, meine Fresse, geil. Jetzt kriegen wir 2 Silber für verworfene Würfel. Also, die wir nicht verwenden. Also ich muss jetzt auch nicht so auf exakt gehen. So. Weil ich würfel eh genug. Ja, das ist halt. Ich kriege aber keine 6. Das ist schade. Lieber eine 2 rein. Okay, eine 6. Und eine 6 nehme ich auch mit, statt der 4, glaube ich. Einmal würfel ich noch, der macht zwar viel Schaden. Ach, das ist doch doof. Ich kriege halt ultra viele Münzen dadurch. Ich würde tatsächlich den Künstler beibehalten. Den Koch finde ich doof. Ich kriege das beim Kauf. Das heißt, ich könnte mich potenziell ziemlich hochheilen. Einen zufälligen beim Kaufgegenstand. Das heißt, er kann auch den Notizblock hier, den Trickser-Notiz, droppen. Aber ich finde den Künstler eigentlich, ich bin sehr zufrieden damit. Ich möchte ihn jetzt auch nicht abstrafen. Okay, 38 Gold. Ich muss warten. So, ich kaufe mir das beides. Blaue Würfel. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein zufälliger Würfel, eine zufällige Farbe. Bei Phasenbeginn ist jetzt auch nicht so klasse, aber immer noch okay. Silbermünzen entsprechen deiner Goldmünzen. Das lohnt sich, glaube ich, auch. Nach dem Falten eines Feindes plus einen Wurf. Nach dem Falten eines Feindes. Ich falte jetzt nicht so viel. Oh, sehr geil. Erhöhe die Chance, einen roten Würfel zu würfeln. Um 10%. Und plus einen Würfel nach dem Einsatz einer Heldenfähigkeit. Nehmen wir auch mit. Jedes Mal vervollständige einen zufälligen Würfelslot deines Helden.
Oh, der faltet einen zufälligen Feind zu Phasenbeginn. Alle drei Würfel, noch ein Würfel. Wurf, noch ein Würfel. Ach ja, komm. Dann rollen wir nochmal. Mach mal alles noch günstiger. Oh, ich habe jetzt auch richtig viel. Ach nee, ich habe nur einen davon. Okay. Dachte, ich hätte gerade richtig viel Gold bekommen. Aber wisst jetzt nicht, warum. Egal. Ich denke, das reicht erstmal an Gegenständen. For now. Sehr gut. Hier müssen wir mal gucken, dass wir hier auch ein bisschen was wegkriegen. Eine 5 habe ich leider gerade gar nicht. Das haben wir aber ganz gemütlich hier. Eine 1, eine 2. Richtig gemütlich. So. Ja, mit der warten wir einfach mal. Hier, die 6 brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Und ein Glaswürfel. Immer wenn es 4 oder mehr ungefeindete Feinde gibt. Dein Wurf hat plus einen Würfel. Naja, gut. Das ist jetzt seltener Fall. Ach, sehr gut. Endlich zahlt sich das mal aus. Die 5 hätte ich gern direkt da drin. Ja, nee. Wir machen das mit der 4. Ein roter Würfel und genau der ist. Das ist einfach eine 1. Schade, haben wir schon. Wir würfeln ja noch ein bisschen. So, wir haben jetzt eine 17 Gold und ein Silber. Wir haben einfach 2 Gold dadurch bekommen. Die Einsen sind mir irgendwie, das ist gar nicht wert. Alter, das ist so eine Golddruckmaschine. Oh, habe ich ja noch nie geklickt. Weißt du gar nicht, dass es so einen Zurück-Button gibt. Okay, ich denke, das ist okay, das reicht jetzt. Ungerade haben wir. Wir nehmen noch eine 6 mit. Nee, eine 2 ist okay. Ungerade ist eine 1 zum Beispiel. Irgendwie. Phasenbeginn, fällt ein zufälliger Feind. Wo ist der? Wer ist gefallen? Boah, jetzt 2 davon. Ich würde. Hier haben wir 3, die nochmal kommen, die neue Leute schicken. Ah ja, ich würde lieber. Ja. Ein 1, Wahnsinn. Doppel und. Ziehen. Ach nee, ich heile lieber hier noch bitte rein. So, 10 haben wir. So, und dann 1, 2, 3, 4. Ja, mach mal den einfach mal schon mal weg. Ich denke, dass wir eine 2, eine 4 noch würfeln werden. Gehe ich mal fest von aus. Ja, waren dabei, ne? Waren welche dabei? Doppel 3. Ein Würfel. Oh, schön. Zack, zack. Macht die Heldenfähigkeit verfügbar. Ist jetzt, ja. So. Ja, noch ein bisschen Gold, Heilung, Rot meine ich. So.
Ach, einmal können wir noch, ne? Ja, guck mal, da haben wir auch eine 6. Aber lange keine goldenen Würfel mehr bekommen. Ja, wenn der Begleiter Schaden nimmt, heilt's unseren Helden. Au, 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 au. Wenn der Held 5 oder mehr Schaden nimmt, nimmt er nicht. Verwirft deine Heldenfähigkeit. Nee. Held heilt sich. Naja, gut. Wenn eine Fähigkeit verwendet wird, eine Silbermünze. Ja. Immer beim Kauf von einem. Beim Kauf. Nee. Okay, beim Kauf verwirf alle Münzen. Oh, Knobi, verringert alle Gesamtslots. Ja, 2 Würfel mehr. Und Feinde lassen keine Silbermünzen fallen. Ich glaube, die 2 mehr, die lohnt sich so was von schon. Ja, nochmal so. Dann noch eine Heilung. Beim Kauf kriege ich nochmal 4 Gold. Gesamtslots. Würfel auf Gesamtslots zählen für 1 mehr. Nachhin Phasenende. Für je 5 Gold erhalte eine Goldmünze. Ja, für 1 Gold nehme ich das gern. Wenn ich einen Feind falte, einen zufälligen Gesamtslot um 3. Ja. Und nochmal beim Kauf. Nochmal Gold. So. Oh, nee. Ich mag meinen Begleiter. Ja, noch eine Heldenslot. Ja, jetzt mir irgendwie. Jetzt lasse ich es mal lieber. Ich will es nicht zu sehr übertreiben. Okay. Wir haben eine 6 und eine. Brauchen wir irgendwo? Nee, brauchen wir nirgends eine genaue 1. Machen wir das so hier. Oh. Blöd gerechnet. Ah nee, ja, so wollte ich es. Eine 2. Oder? Ach, ist eigentlich sowas von egal gerade. Alles? Alles. Okay, das ist noch wichtig. Neun Würfel. Hallo, guten Tag. Hier haben wir 2 Fünfen. Ah, wir haben noch 2 Vieren. Na gut. Achso, der ist ja auch. Noch so ein, okay. Die zählen ja jetzt plus 1. Macht die Heldenfähigkeit verfügbar. Die können wir nicht nutzen. 11 Würfel. Okay. So. Hier noch rein. Eine 6 und keine 5. Schade. Zack. Und wir haben wieder 30 Gold. Und haben hier ganz viel. Davon eine 5. Endlich mal wieder einen orangenen. Orangenen, nee, gut. Nicht golden. Orangenen Würfel. So. Brauchen wir nichts. So, heilen wir uns noch ein bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. Uns ja nicht übertreiben. Hier noch ein. Ja, ich glaube jetzt. Jetzt können wir hier mal beenden. Lebenspunkte haben wir ganz gut aufgestellt. So, 9 Würfel, ganz viele 6. Toll. Können wir den wegmachen? Oder auch nicht. So. Der braucht ja auch eine 6. Den würde ich auch gern weghaben. Ach ja, die Würfel zählen ja jetzt mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel mehr. Ich probiere. Okay, plus 1 mehr.
Das sind. Ach nee, das mach ich so nicht. Ah, ich mach 3. Und so. Achso, jetzt habe ich keine 3 dafür. Naja, egal. Ich. Ist ja kein Gesamtslot, deswegen würde er jetzt nicht so sterben. So. So. Eine Goblin-Tasche. Goblin-Böse. Bei Kauf. Haben wieder Gold bekommen. Erhöht Silbermünzen für. Ja, nee, erforderliche Silbermünzen für Goldmünzen ist minus 1. Also jetzt brauchen wir nur noch 9 Silbermünzen für eine Goldmünze. Okay, 11 Würfel. Ja. Mach den auf jeden Fall ein bisschen runter. Ja. 3. Was haben wir hier noch? Noch so einen komischen Würfel. Was machen die nochmal? Achso, wenn mehr, wenn 4 oder mehr ungefaltete Gegner sind. Okay. Ja, ja. So. Nehmen wir die Heilung mit 73, 75, 77 Gold, 79. 82, 84. Ah, das ist halt auch immer nur Quatsch, ne? Na gut, bei 87 höre ich mal auf. Und wir kriegen jetzt durch die Kiste viel. 20, 21. Okay, wir haben vorher ja noch was bekommen. Jetzt müssen wir schon wieder warten. Angst, dass es irgendwann verbuggt ist und wir nicht mehr weiterkommen. Wow. Okay. Halbe Bildschirm. Ja. Gutes Drittel ist voll. Ah, nee. Nach dem Falten eines Feindes. Wenn eine Fähigkeit. Ja, Nobel Heilung. Ich weiß halt auch überhaupt nicht, auf was ich jetzt aus bin. Falte deinen Begleiter. Nee, das nicht. Hier, Heilung. Schließe einen weiteren identischen, exakten Slot ab. Ah. Da könnte ich es mir echt verbauen. Wisst ihr das? Oh ja, am Anfang jemanden zum Schweigen bringen. Weniger Schaden nehmen. So ein Begleiter könnte man heilen. Den Phasenende, ein Gold. Das lohnt sich jetzt auch nicht mehr richtig. Aber es ist eigentlich auch egal. Also, wenn unser Held unter 10 Leben hat, der eine Würfel ist so wichtig. Ja. Oh nein, da ist das Gold wieder. Alle im Laden angebotenen Gegenstände werden episch. Ja, das ist gut, weil epische finde ich eigentlich tatsächlich ein bisschen besser im Durchschnitt als legendäre. Ich weiß nicht, ob das. Ah, es zählt jetzt schon, okay. 10%, aber das gilt nicht für Bossen. Für Bosse. Ja, der Dungeon Meister kommt später. Alter, einen zufälligen Gegenstand. Wenn ich in der ersten Runde alle falte, finde ich auch nicht gut. Ach, der ist auch nur episch. Okay. Ah, wenn man Boss. Wenn man, falls man Boss schaffen, wird man noch ein Schmuckstück, also so ein Amulett, ein Trinket bekommen. Oh, das ist ja echt geil. Keinen Schaden nimmst, halt ein Gold. Uff. Oh, das könnte. Alle zukünftigen Gegenstände eine Höhe. Eine Seltenheit höher. Nee. Hier, das sind alle legendär. Dungeon Dude lässt noch mehr fallen. Ja, ich glaube jetzt. Jetzt können wir es langsam lassen. Oh, nehmen wir den Künstler. Ah, nee, wir behalten den Künstler.
Wir würfeln 12. Hallo. Wir packen erstmal einen roten hier rein. So. Machen wir 2 Sechsen. So. Ja, ich will gleich mal das. Okay. Nicht so mein Favorit tatsächlich, aber ist okay. So, hier 2. Machen wir uns den mal noch. Hm. Den. Die nutzen wir für Heilung. War das okay? Ja, das war okay. Hier. 1, 2 und ja, machen wir hier die 5 rein. Oh nein. Was war das gerade? Ist dann da wirklich 17? Wir haben auch jetzt schon wieder 40 Gold. Ich habe auch echt keine Lust zu suchen. Hier die 47. Es geht ja nur bis, ja, bis 149, ne? Hier macht nichts mehr. Also brauchen wir uns jetzt auch nicht mehr ums Heilen kümmern. Das ist hier vielleicht mal noch ein. Ah, der ist jetzt auch voll. Okay. Dann verwürfeln wir einfach nur sinnlos die Würfel hier. So. Jetzt kommt der Dungeon Meister, der uns übrigens auch noch einen zusätzlichen Goldmünze fallen lässt. Es ist so lächerlich. Okay. Den mag ich nicht. Nicht, dass der irgendwie eine Gefahr darstellen würde, aber den mag ich einfach nicht. So, wieder eingefalten. Hier muss ich aufpassen. Eins und zwei. Genau. Gut. Aha. Dann füllen wir hier die noch ein bisschen auf. Es sind wirklich 17. Ich habe sie schnell mal gezählt. Hey, zum Glück haben wir nicht das mit dem Trilling, wenn man 3 Würfel würfelt, dass ein Feind gefalten wird. Hat der nur noch die Dinger? Kann der nichts anderes malen oder was? So. Über eine Orange, eine 6 würde ich mich noch freuen. Aber ist kein Muss, ne? Also. Wir übertreiben es jetzt auch übrigens ein bisschen mit dem Würfeln mal. Ja, wir brauchen ja auch ein bisschen Gold, ne? Also für den nächsten Shop. Wir wollen ja auch uns ein bisschen was leisten. Ich kann nicht mehr Gold kriegen. Ach ja. Stimmt. Na gut. Schade. Bob. Würfeln. Was macht denn der? Oh nein, da stiehlt noch eine Goldmünze. Hau ab, du Clown. Bam, bam, bam. So. Oh, was ich nicht. Schade. Schade, jetzt war ich ein bisschen dumm. Aber ich habe 3. Das kriege ich noch hin. Noch ein Würfel. Ja, super. Geil. Wunderbar. Ja, das Goldwürfelset. Es wäre eh sinnlos. Okay. Und dann können wir mal warten, bis 129 Goldmünzen hier so auf dem Screen aufgeteilt sind. Aufgetaucht sind. Mann. Das mit den Sprechen kriege ich auch nicht mehr ganz so gut hin. Wie das. Hammer's. Okay. Wie kostet das? Ist auch egal. Ja. Nee, wir werden eine
Stufe höher sein. Na, ich weiß auch nicht. Ich hätte gern noch ein paar, genau davon. Wenn der Bekleider gefalten wird, entfalte ihn mit 10 Gesundheit. Hm? Legendär. Ja. Ja, komm. Also. Gibt es eine Maximalanzahl an Würfeln? Beim Kauf erhalte. Erhalte Goldmünze entsprechend der Anzahl der Gegenstände in deinem Inventar. Ich kaufe immer noch mal das hier. Ich habe jetzt 104. Jetzt habe ich wieder Maximum. Dankeschön. Und das Spiel hängt. Okay. Jetzt ist irgendwas passiert. Ich habe Angst. Ich mache einfach mal fertig. Das sind, glaube ich, die zu viel waren. Okay, ich hatte jetzt echt, jetzt hatte ich Angst. Das wäre schade. So. Wir kriegen noch einen Gegenstand. Oder gibt es eine eine Maximalanzahl an Gegenstände, die wir haben können? Ich habe gerade das Gefühl, noch nicht. Aber bald. Das ist so dumm. Würfel der Not. Ah, das ist aber so ein... 8-mal habe ich den jetzt. Na, nun gut. Was macht der eigentlich beim Angriff? Gesamtanzahl des Slots entsprechend dem Angriff erhöhen. Kriege ich den weg? Ich glaube nicht. Ah, ich muss mal ein bisschen mitdenken jetzt. So, 4, jetzt noch eine 3 rein. Könnte nämlich sein. Hier noch eine 3 rein. Ah, schade. 9, 7. Ja, komm, hier, machen wir den doch so weg. Ach, das war schon der Boss. Ach so, okay. Ja. Wir haben goldenes Hufeisen zum Spielbeginn. Halten Sie 20 Gold. Pathetic. Alle feindlichen Angriffe verdoppelt. Ja, mit dem Typen, der das verdoppeln kann. Ist ganz, ganz nett. Ouroboros Armband am Ende der Stufe löst die Anfangseffekte aller Gegenstände aus. Okay. Puh, müsste mal gucken, ob sich das lohnt, wie das, was es da so gibt. Okay, aber... Wir haben Gegenstände, wir können nur nicht sehen, wie viel. Ah ja, und wir haben den Händler freigeschalten. Echtes Schnäppchen. Würfle so viele Würfel wie die Anzahl der Goldmünzen. Ah, maximal 5. Ja, schade. Okay, damit haben wir jetzt auch den Handwerker gesehen. In einem absolut eskalierenden Run. Ich hatte echt Angst. Nicht, dass wir es nicht schaffen, sondern dass das Game komplett crasht. Was soll denn da noch kommen? Also, wie krass soll man eigentlich noch eskalieren können? Wir werden es sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein!